Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Video. Wir haben im vorigen Video haben wir Ton durchgenommen. Jetzt wollen wir uns, also in der Schritt-für-Schritt-Reihe PS5, wollen wir uns Bildschirme und Video angucken. Und es sind ja nur noch ein paar Punkte, dann ist die Reihe fertig. Und zwar gehen wir rein und wir haben auf der linken Seite wieder unsere Karteikarten, Videoausgabe, Bildschirm und BD-DVD. BD steht für Blu-ray. So, oben, wir fangen dann gleich bei Videoausgabe an. Im ersten Punkt haben wir Informationen zur Videoausgabe. Das heißt, nicht Informationen, was die PlayStation kann, sondern die Information, was sie gerade möglich, also was ihr gerade möglich ist. Also an eurem Fernseher. Also es kann sein, dass bei mir Sachen stehen, die bei euch nicht möglich sind, wenn ihr nur einen HD-Fernseher habt oder halt, dass der Codec ein bisschen anders ist. Es kann auch sein, dass mit Updates was Neues kommt oder so und dass ihr vielleicht ein bisschen umgestellt seid. Also hier die Punkte ein bisschen anders aussehen. Zum Beispiel hier unten habe ich auf automatisch, mein Fernseher kann kein 120 Hertz. Werdet ihr auch gleich sehen. So, und da haben wir dann oben als erstes, ihr könnt hier auch nichts dran einstellen. Ihr könnt hier nur lesen. Und da fangen wir dann oben an. Auflösung habe ich auf 4K. Also Ultra HD 4K wäre 4000, schieß mich tot. Mit 60 Hertz. Farbformat bei der Anzeige von 4K HDR 60 Hertz werden aufgrund der begrenzten Datenübertragung von RGB 2.0 Farbraum YUV 422 oder YUV 420 anstelle von HDMI genutzt. Anstelle von HDMI? Wieso anstelle von HDMI? Das hört sich ja komisch an. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls RGB. Dann HDCP haben wir aus. Logisch, weil sonst könnte ich euch das ja nicht zeigen. Informationen zu angeschlossenen HDMI-Geräten. HDR wird unterstützt. Also an beiden. Ich habe einen Verteiler dran. Also in Matrix 4 zu 2 oder 5 zu 2 und habe halt die PlayStation 5 damit am Fernseher und gleichzeitig am PC dran und alle Geräte, also auch der Matrix, unterstützen 4K HDR mit 60 FPS. Entschuldigung, ich musste aber kurz was trinken. So, dann haben wir unten drunter Frequenz HDR. Das sind die Frequenzen, was HDR angezeigt wird, also bei wie viel Hertz. Und das ist 24, 25, 30, 50. 50 steht dann da auch nochmal mit dem YUV und bei 60 auch. Diese sind die verfügbaren Frequenzen für die 4K-Ausgabe, wenn HDR verwendet wird. Unten drunter stehen dann nicht Frequenzen nicht HDR, also die Frequenzen, die wir nutzen, wenn wir nicht HDR haben. Da steht auch, diese Frequenzen sind verfügbar, wenn 4K-Ausgabe, wenn HDR nicht aktiviert ist. 24, 50, 30, 50 und 60. Ja, also mehr ist da nicht. Mir wird auch ohne 4K, ohne HDR kein 120 angezeigt. So, bei Auflösung habe ich grundsätzlich feststehend auf 4K. Hat für mich den Vorteil, auch bei der Capture-Karte, dass es halt einige unschöne Ruckler und so vermeidet, wenn du halt schon ein Menü aufnimmst und ins Spiel reingeht. Das Menü hat vielleicht gerade nur 1080p ist oder, ich weiß nicht, ist das neue Menü 4K oder 1080p, keine Ahnung. Und das Spiel dann halt 1080p oder 4K, dass es dann halt so hin und her switchen muss, von 4K in 1080p oder umgedreht, dass es dann halt so einen kleinen Ruckler gibt. Das vermeidet das, dass die Captain und dadurch einfach immer 4K fertig ist. 4K Video aus Übertragungsrate habe ich auf automatisch. Passe die Übertragungsrate des 4K-Ausgabe an. Wenn der Bildschirm flackert, wähle die Einstellung 1, minus 1 und minus 2.
flackern nicht, aber bei mir ist er ab und zu weiß aufgeleuchtet. Also jetzt habe ich, weil ich ja viel am Monitor sitze, auf automatisch, funktioniert sehr gut. Ich habe aber schon am Fernseher getestet mit minus 1 und minus 2. Bei meinem älteren Samsung geht das auch sehr gut. Und diese Blitzeffekte werden dann halt weniger oder gar nicht. So, weitere Informationen. Hier haben wir dann natürlich das Benutzerhandbuch. Hier kann man nichts einstellen. Hier steht auch nochmal RGB. Ändere diese Einstellung nur, wenn du wenn dein HDMI-Gerät verwendest, dass die RGB bereitgestellten Informationen nicht korrekt wiedergibt, nicht korrekt sendet. Ja, da steht dann halt alles, was ihr denn zu den Farbeinstellungen und so wissen müsst. Hier auch 4K-Übertragung, hier 4K 120 Hertz, 4K 50 und 60 Hertz, RGB-YUV 444 Deep Color. Ja, also irgendwie. Und dann RGB begrenzen, meinen sie da unten. Da habe ich auf automatisch voll und. Aber auf automatisch reicht vollkommen aus. Das solltet ihr nur ändern, wenn, wie gesagt, das Bild an eurem Fernseher flackert. Ja, Deep Color zeigt feinere Farbstrukturen an, um HDR, High Dynamic Range. Zu verwenden musst du automatisch, ja. Habe ich jetzt auch, könnte ich jetzt ausmachen. Müsst ihr kurz warten und dann gehen wir, wenn wir hier oben auf Informationen gehen, ja. So, da steht dann auch, wo steht da, Farbformat RGB, HDR wird zwar unterstützt, also ihr seht jetzt nicht wirklich großen Unterschied. Aber hier ist jetzt HDR aus und wir machen jetzt einfach mal immer eingeschaltet. So, und dann ist hier auch automatisch wieder drin. So. Farbformat Y. So, HDCP. So. Wo waren wir? Eingeschaltet, wenn unterstützt, könnt ihr auch nehmen. Da wird sich auch bei den Informationen jetzt hier nichts ändern. Das heißt, HDR wird dann erst eingeschaltet, wenn das Spiel HDR hat. Hat den Vorteil, weil beim, also ich habe jetzt bei Spielen, wo ich gesagt habe, die haben kein HDR und habe einfach gesagt, mach HDR drin. Bei einigen, ihr merkt, dass das eigentlich gar keinen Unterschied macht. Einige haben einen kleinen Vorteil, dass vielleicht ein paar Sachen ein bisschen schicker aussehen, ein bisschen mehr Farbe haben. Aber einige haben halt das, den Nachteil, wenn da krampfhaft HDR reingemacht wird, dass das Bild ein bisschen matschig aussieht. Also ein bisschen dunkler, ein bisschen gräulicher. Auch gefühlt irgendwie die Bewegungsgeschwindigkeit irgendwie ein bisschen nachlässt. Aber das ist halt nur gefühlt, das kann ich jetzt nicht so direkt sagen. Ich kann euch nur sagen, wie meine persönlichen Erfahrungen damit waren. Da habe ich ein bisschen getestet. Deswegen eingeschaltet, wenn unterstützt. Fahrt da ganz gut damit. HDR anpassen. Da können wir jetzt das HDR anpassen. So, bei euch jetzt nicht wundern, wie ich das jetzt einschalte. Also einstelle. Da sagt ihr jetzt bestimmt, oh, ist ja viel zu dunkel. Da steht man, das soll kaum sichtbar sein. Ja, das ist bei mir auch kaum sichtbar. Aber bei euch ist es halt mehr sichtbar. Weil ich habe es, wie gesagt, ich bin jetzt hier auf dem, ich habe einen 4K HDR-Monitor. Und wenn ich jetzt mir mal die Informationen aufrufe von meinem Monitor. Ne, HDR. Ich bin jetzt im Display-HDR-Modus. Also, ganz normal. Ich könnte jetzt hier bei mir, ich habe ja natürlich bei mir noch andere Möglichkeiten. Aber Display-HDR lasse ich jetzt mal so drin. Und bei mir ist es kaum sichtbar. Aber ihr habt natürlich kein HDR. Das Aufnahmeprogramm, mit was ich gerade aufnehme, macht HDR zu HD-Bild. Ja, und das ist auch mein Stream-Programm. Und dadurch wirkt es bei euch, also dieses Symbol da in der Mitte, wesentlich dunkler. So, weiter. Auch hier bei mir ziemlich hell.
fast nur weiß. Ich sehe ganz schwach die Umrisse. Bei euch ziemlich dunkel. Das sieht komischerweise fast wie bei euch, fast wie bei mir aus. Bei mir noch ein bisschen heller. Also ein bisschen dunkler. Aber minimal. Und dann haben wir HDR eingestellt. Das sind die HDR-Einstellungen, die empfehle ich euch auch zu machen, wenn ihr HDR habt, die ihr dann für die Spiele übernehmen werdet. Ihr könnt in Spielen, in den meisten Spielen, auch HDR nochmal separat anpassen. Ja, aber ehrlich gesagt, mir geht das auf den Sack. Oder mir ging es auf den Sack, in jedes Spiel HDR separat einzuschalten oder einzustellen. Und seit Sony bei der PS4 diesen HDR-Anpassen-Punkt eingeführt hat, ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Ich habe es gut eingestellt und HDR sieht bei allen Spielen tipptopp aus. Es kann mal sein, dass man vielleicht minimal nachbessern muss, aber seit ich es benutze, bei der PS4 und bei der PS5, musste ich vielleicht bei ein oder zwei Spielen mal ein bisschen nachjustieren, aber das war's auch. Deep Color lassen wir auf automatisch. Das ist für die Farbabstufung und sowas alles. RGB lassen wir auch auf automatisch. Das sollte man halt nur ändern, wenn halt das umgeschalten wird. Also wenn der Fernseher das jetzt nicht anerkennt, habe ich ja vorhin schon gesagt, könnten wir ausmachen oder auf automatisch. Mein Fernseher unterstützt es sowieso nicht, von daher lasse ich es auf automatisch. Früher war auch mal die Möglichkeit, hier selber noch zu wählen, welchen Videostandard man haben möchte. Jetzt haben wir nur noch die Auflösung, wie groß es sein soll. Früher war es dann halt 2160p RGB, 2160 Y noch irgendwas. Jetzt können wir nur noch die Auflösung machen. Und das war dann auch. So, bei Bildschirm Anzeigebereich anpassen. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, den Bildschirm anzupassen. So. Wir können jetzt einfach sagen, kleiner, größer. Also falls euer Bildschirm nicht ganz unterstützt wird, falls es jetzt so bei euch aussieht, einfach groß machen. Dann hat die PlayStation die Größe eures Fernsehens nicht richtig anerkannt oder nicht lesen können. Bildschirm bei Inaktivität abdunkeln, könnt ihr einstellen 5, 15, 30 oder nicht. Ich habe nach 15 Minuten. Also wenn ich jetzt 15 Minuten nichts machen würde, würde der Bildschirm dunkler werden. Dann schaltet ihr automatisch den Controller aus und so. Das ist ganz gut. Spart halt Strom. Und der Fernseher wird nicht so hell. Also ist für mich eine ganz gute Einstellung. So, Sprache. Also bei Blu-rays und habe ich natürlich alles auf Deutsch, Untertitel alles Deutsch. Blu-ray Disc habe ich jetzt nichts drin. Also wenn ihr jetzt eine Blu-ray gucken würdet und die ruft sich Daten aus dem Internet ab für das Extra-Menü zum Beispiel, irgendwelche Soundfiles, Bilder oder irgendwas, oder irgendwelche Updates oder so, das würdet ihr dann hier finden. Oder auch allgemein, manche Blu-rays hinterlegen ein paar Daten, damit die Daten auf der Blu-ray schneller geladen werden. Das würdet ihr dann alles hier finden. Internetverbindung für Blu-ray. Jetzt hat der Kater mir die Kamera umgeschmissen. Zulassen. Ja. Wollen wir zulassen. Das hatte ich noch ausgeschalten vom letzten Mal, wo ich meine PlayStation neu gemacht habe. Da steht es auch. Gestatte BD-Live-Funktion, Blu-ray Disc. Also nicht nur Blu-ray Live-Funktion, also Blu-ray Live-Funktion der Blu-ray Disc, Mensch, zu verwenden. Zur Verbindung mit dem Internet herzustellen. Wie gesagt, da wird dann Zusatzmaterial abgerufen. Das ist eine ganz coole Sache. Das soll es jetzt soweit auch zu Bildschirm gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, ja, gerne raus damit in die Kommentare. Ich werde mein Bestes tun, euch die Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ach, teilt das Video, wenn es euch gefallen hat. Damit helft ihr mir und wegen dem YouTube-Algorithmus ein bisschen. Und ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.